Weil wir könnten. Ja, du kannst die Vergangenheit ja nicht ändern, glaube ich. Ich glaube, egal was du machst, ist es falsch. Ja, der Revenant wird es immer auslegen gegen den Charakter. Es ist aus. Wir entkommen diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit für was? Was machst du da? Hammer, vor diesem Biest laufe ich nicht mehr weg. Du weißt, was Taylor passiert ist. Mir soll das nicht passieren. Bist du verrückt? Wir müssen weg. Komm her, du Biest, trau dich! Ein bisschen verliebt. Geht nicht auf! Der Hammer. Die Szene mit dem Hammer. Los, hier rein! Los, hier rein! Hast du gut gemacht! Ja, du auch! Wir müssen weg! Los jetzt! Komm, noch mal so. Andrew! Andrew! Ich brauch dich hier! Andrew, komm! Du bist nicht mehr feige! Andrew! Andrew! Jetzt wird er zerquetscht. Ganz ruhig. Jetzt wird er zerquetscht. Das ist das Ende, was wir gesehen haben von ihm. Ist das weg? Jetzt geh weg, da Mann! Ich sehe es nicht mehr. Entschuldigung. Hau ab! Geh! Wir müssen hier rausfinden, bevor das Biest reinfindet. Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Holy fuck. Hier stimmt was nicht. Ja und? Das kennen wir doch schon. Ich hab mich angesabbert. Ja, ich. Oh, Angela, die alte Hausruine. Andrew Hausruine. Ich hab die ganze Zeit die Namen immer mitgelesen und dachte, die Orte ist so. Warte. Hier ist ein Brief. Oh, ich hab wieder eine Vorahnung. Warte mal. Wrong game? Wer war das? Wann soll das wo gewesen sein? Nimm mal. Hä? Das ist für das nächste Game vielleicht schon, ne? Ja, ich glaube, das ist... Das ist 100 Pro fürs nächste Game. Ja, stimmt nice. Hier nicht? Oder war das das Until Dawn? Nee, aus Until Dawn, die beiden sehen ja anders. Die beiden Schwestern sahen anders aus und die... Ja, ich glaube nicht, dass die aus Until Dawn war. Also, hätte sein können natürlich mit dem Abseilen und so, aber ich glaube, das ist bestimmt vom dritten Game ein. Deswegen liegt die Karte ja auch so mega auffällig. Okay. Tja. So, zur Tür gehe ich nicht. Ich guck mir die Tür nicht an. Aber hier geht's noch in einen anderen Raum. Oh, das wollte ich nicht. Ich bin einfach nur in einen Raum gegangen. Olle, du bist doch auch verbrannt, genau da an der
Treppe, du Doofe. Warum eigentlich? Warum ist das Mädchen direkt... Warum? Da liegt noch ein Bild. James und Anne. Am 4. November 48. Schau dir das hier mal an. Ah. Ich kenne meinen Ex-Mann und er ist nicht John. Das macht keinen Sinn. Das ist unmöglich. Oh, da ist wieder Party. Hier ist ein Loch im Boden. Soll ich das mal untersuchen? Da geht's aber nicht weiter, sondern ich guck mal. Ach, das ist ein Buch, habe ich gar nicht gesehen. Ah, die moderne Anleitung für erfolgreiche Eltern von Dr. Andreas Vogel. Oh. Hat ja gut geklappt, würde ich sagen. Seite 1, die Kinder nicht verbrennen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Stimmt, das haben die gesagt. Die haben ja gesagt, wenn wir eigene Kinder hätten, das waren also gar nicht deren Kinder, ne? Das hatte ich ganz vergessen. Alle? Oh. Also alle Kinder waren adoptiert, wie es auch müsste, oder? Oder kamen mit irgendjemandem von denen in die Ehe? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. So, Eltern, die mit ihrer eigenen Kinderstube unzufrieden waren, können überkompensieren. Sie möchten vielleicht nicht, dass sich ihre Gefühle für ihre Eltern in ihren Kindern widerspiegeln. Solche Eltern sehen sich danach, mit ihrem Nachwuchs Freundschaft zu schließen. Deshalb akzeptieren sie Theorien, die besagen, Liebe sei die Lösung für Konflikte. Das lässt sie glauben, dass Wut oder Bestrafungen fehl am Platz sind, wenn sich ihre Kinder daneben benehmen. Und sich stattdessen sogar noch mehr Liebe zur Schau stellen sollten. Ein Kind auf diese Weise zu verwöhnen, hat jedoch böse Konsequenzen. Kinder werden fordernd und unliebsam. Die Eltern unterdrücken ihre Wut auf das Benehmen des Kindes. Ihr Frust brodelt jedoch in ihnen, bis sie überkochen und die Kinder verängstigen und verwirren. Die Eltern fühlen sich schuldig und wissen keinen Rat mehr, was das schlechte Benehmen nur noch mehr unterstützt. Das Problem liegt bei den Eltern, die versuchen immer noch geduldig zu sein, wenn der Geduldsfaden bereits zum Zerreißen gespannt ist und das Kind auf den richtigen Pfad geführt werden muss. Sie sind unentschlossen oder nicht entschieden genug, wenn Härte gefordert wird. Wenn es von niemandem angeleitet wird, wird das Kind sein Benehmen weiter verschlimmern, bis die Provokationen so schlimm sind, dass die Eltern explodieren. Ein Ausbruch stellt den Frieden vorübergehend wieder her, aber auch das danach ist gefährlich. Eltern, die sich schuldig fühlen, weil sie sich nicht im Griff hatten, vergessen ihrem Kind Zeit zu geben, um die Strafe zu ertragen. Stattdessen versuchen sie, die Korrektur rückgängig zu machen, indem sie die Strafe mildern. Disziplin erfordert Konsistenz. Beide Elternteile dürfen angesichts eines rebellischen Kindes nicht zurückweichen und die Strafe muss durchgezogen werden. Sollte die Entschlossenheit eines Elternteils schwinden, sei es aus Faulheit oder Schuldgefühl, öffnet dies eine Schwachstelle, die von einem schlimmen Kind ausgenutzt werden kann. Grenzen setzen. Eltern müssen Grenzen setzen und Kinder bevorzugen strenge Eltern sogar in der Tat, sofern diese auch gerecht sind. Das ist eine wichtige Übung, um mit anderen Personen auszukommen. Ohne sie glaubt das Kind, dass die Welt seinen Wünschen und seinen Wutanfällen entgegenkommt. Kinder, die auf diese Weise verwöhnt wurden, sind häufig schockiert von der echten Welt und können in einer Umgebung, die ihre Laune nicht toleriert, nicht klarkommen. Sie sind unbeliebt und lernen auf die harte Tour, wie man sich im Umgang mit anderen benimmt. Okay. Dann mal weiter. Okay. Können wir hier durch? Nee, okay. Kollege? Was denn? Hast du es gerade nicht gesehen? Nee, was denn? Achso, da unten schlich gerade wieder mein Ebenbild von damals mit den Ketten rum. Oh, achso. Ah ne, jetzt kann ich nur das, die Bubel hier sehen. So, da gehe ich nicht hin. Ah, jetzt sehe ich's. Okay. Das ist aber nicht das S. Oh. Sag mal, kann es sein, dass sich die Restmonster jetzt alle hier versammeln irgendwie? Also die restlichen, weil das hier das Wohnhaus ist auch von denen, ne? Ja, ich denke schon. Da kommen die alle hierher. Warte mal, ich müsste jetzt eigentlich ungestraft nach draußen sehen können. Die sind ja von ganz früher, die Monster. Die sind ja von ganz früher. Die sind ja auch ähnlich gestorben. Da drüben ist irgendwas aus Backsteinen erbaut. Irgendwie so eine Sommerterrasse oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Nicht der Meister. Nein, das war ja wirklich Oh. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Hallo? Ich kann nichts mehr machen. Jetzt. Bild war gerade festgefroren, ich konnte nichts mehr machen. So, wohin jetzt?
Okay, das Ding ist immer noch drauf. Siehst du das? Hast du nicht gesehen? Nein, was denn? Okay, das Krabbelding ist noch draußen. Warte mal, hier ist noch was an der Wand. Achso, willst du? Okay. Entschuldigung. Kein Problem. Heute auch mal wieder. Sie beachten mich gar nicht. Ist ihnen egal. Okay, die anderen sind die Bösen und sie, okay, sie beachten mich gar nicht. So ein ähnliches Bild hatte ich ja auf dem Spielplatz gefunden. Und das war tatsächlich die Szene, die wir gerade gesehen haben, mit dem Stein auf dem Bauch liegen, mit dem Brett, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Was nochmal? Was der Pastor gemacht hat. Und das hier müsste eigentlich auch der Pastor sein mit dem Schwarzen. Naja. Ja, können das nicht einfach nur die Eltern sein, so sinnbildlich? Ja, kann natürlich auch sein. Aber das, was wir gesehen haben, war auf jeden Fall die Szene mit dem... Oh, entschuldige bitte. Weitergehen? Ja, warte, hier geht's noch irgendwie durch, in so einen Nachbarraum. Hier liegt wieder... Ach, sag mal, hier ist... Okay, ich bin zurückgegangen. Ja, ich bin sehr schlau. Guten Tag. Guten Tag. Verbrannte Häuser sehen für mich immer gleich aus. Oh, wieder nicht. Genau, hier war die Küche. Ja. Da ist noch ein Zettelchen. Hier ist... Warte. Du essen noch? Ich schnapp mein Zettelchen. So. Okay. Ein Brief von Reverend Carson aus dem September 71. Also wahrscheinlich ein Nachfolger, ne? Reverend Leonard Carson. Ah ja. Liebe Anne, vielen Dank für deinen Brief über Megan. Ich verstehe deine Besorgnis und versichere dir, dass das rebellische Benehmen deiner Tochter nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe Eltern mit ähnlichen Problemen geholfen und würde mich freuen, bei Megans moralischer Führung zu helfen. Im Brief an die Hebräer 12,11 steht, dass jede Züchtigung zwar für den Augenblick nicht Freude, sondern Schmerz zu bringen scheint, später aber schenke sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit. Bitte suche mich nach dem Gottesdienst am Sonntag auf, damit wir einen Termin für eine persönliche Unterweisung vereinbaren können, Reverend Carson. Ich wünsche dir gleich auch ein. So, ich guck mal hier die Uhr an, ne? Züchtigung. Züchtigung, das Mädchen wurde gezüchtigt. Und wieder der Reverend. Hey, du falten Po. Ich guck mal hier die Uhr an. Ja. Kann ich aufmachen? Sie ist offen. Ja. Schlüssel? Ja, aber ich sehe nichts, weil du davor bist. Entschuldigung. Geheim ist gefunden, okay. Ich würde gerne den Schlüssel nehmen, bitte. Das wäre echt ganz cool. Können wir bitte den Schlüssel nehmen? Hallo? Du bist nicht so gut im Schlüssel nehmen, ne? Also, geh du mal bitte dran und nimm mal den Schlüssel. Okay, warte, ich nehme mal den Schlüssel. Ob das geht, dann musst du da nehmen können. Halt die ganze Zeit hier hin. Ich sehe gar keinen Schlüssel. Ach, rechts da, an der Seite. Da. Ja, okay, den kann ich aber nicht nehmen. Hä? Was soll das? Mhm. Ich bin empört. Ich kann hier noch aus dem Fenster gucken. Ich mach das mal eben, ja? Das ist eine gute Idee, ja. Okay. Viel Spaß mit der Szene. So, was ist das Fenster? Siehst du das? Nein. Boah, Hase, ich kann keine Pos mehr heute sehen. Ich muss hier weg, ey. Hast du einen Po gesehen? Ja, schon wieder so ein ekelhaft. Edgar Allen. Oh, ja. So, hier Treppe hoch. Oh, der Schlüssel wurde von der Kleinen in der Uhr versteckt, sodass die Mutter leider beim Feuer im Bad gestorben ist. Ah, okay. Oh mein Gott, ey. Stimmt. Ja. Hase, sollen wir jetzt hoch oder was willst du hier noch machen? Ja, würde ich sagen. Komm, let's go. Ja, ist ja ganz cool. Und jetzt? Hörst du das? Ich hör's. Ist überall. Sicher die Kleine. Suchen wir sie. Die Musik. Da ist sie. Bleib hier. Ich werde trotzdem nett sein zum Kind.
die Platte auf? Andrew, was machst du? Loslassen, Andrew! Wir sind wieder an einem Ort versammelt. Doch mit Grauen erfüllt mich der Grund. Siehst du das auch? Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Auf dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Fall nicht darauf rein, wenn sie einen auf kleines Mädchen macht. Oh, das habe ich gar nicht sie sagen wollen. Sie mag nur ein Kind sein, will uns aber nichts Gutes. Das wollte ich überhaupt sie nicht ist sagen. Bösartig. Das wollte ich nicht sagen. Meine Absicht, der Stadt zu schaden. Fick dich, Spiel, das wollte oder ich nicht sagen. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich versuch's, was ich versuch's. Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, ersucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Mary allein. Und es ist des Teufels Werkzeug. Wir müssen das stoppen. In diesem Saal wütet der Wahnsinn. Carver, er ist der Bösewicht. Man hat uns boshaft getäuscht. Die Wahrheit verborgen, doch nicht von Mary. Reverend Carver bringt uns dazu, an den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist du sein täuscht Werk. Uns nicht mehr! Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Er hat recht. Du musst auf ihn hören. Carver ist schuld. Wie kann ich Little Hope wieder ins Licht führen? Ich fürchte den Reverend und seine Macht. Ich glaube, ich hatte mich verlesen. In der einen. Oh. Du musst Carver Puppe, stoppen. Puppe ist ja Mary, Puppe ist Mary. Er ist schuld, klar? Er klagt Mary an, um von sich abzulenken. Ich weiß, was hier zu tun ist. Genug! Was hat dies zu bedeuten? Dies sind wahrlich üble Anschuldigungen. Ihr müsst euch ein paar gewichtigen Fragen stellen. Wie kann ein Mann Gottes auf solcherlei Weise handeln? Mary, dein Leiden hat nun ein Ende. Du darfst jetzt gehen. Narren! Was seid ihr blind? Ihr lasst euch von ihr täuschen? Die Wahrheit starrt euch ins Gesicht, doch ihr verschließt die Augen. Des Teufels Tochter hat euch alle getäuscht. Doch mich nicht. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Satans Metzel! Du wirst für deine Taten büßen. Mich zogst du wohl als Ersten in deinen Bann. Doch inzwischen ist ganz Little Hope von dir verhext. Ihr habt mich gerettet. Ohne euch wäre ich tot. Hab Dank. Das werde ich nie vergessen. Es wäre so lustig, wenn wir falsch gehandelt hätten. Ja, mal gucken. Ja, ne? Wenn sie wirklich die Böse ist, das wäre jetzt so schön. Würde ich feiern. Was kommt jetzt? Unglaublich, dass es vorbei ist. Oh, Hase. Du hast Mary beschützt und den Pastor durchschaut.
Er war der wahre Bösewicht. Verschwinden wir. Ist doch zu einfach, oder? Ja, vielleicht hat sie ja auch in sein Buch kritzeln lassen. Aber ich bin mir so unsicher gerade. Was ist passiert? Was ist mit ihr, Mary? Ich glaube, dieser Albtraum ist vorbei. Pause. Müssen wir alle? Nein! Oh! Man muss vom Anfang an auf die Perks achten, glaube ich immer, ne? Ja, aber das kriegst du auch so. Nee. Ja, da muss man halt ein zweites Mal durchspielen, ne? Kann mir keiner sagen, dass er direkt beim ersten Mal alles blöd. Nee. Naja. Aber die sind genug überlebt. Und die beiden waren eh doof, Hase. Andrew hatte natürlich keinen Gegenspieler. Ne? Oh, warte. Tut mir leid. War ja nicht deine Schuld. Wir haben beide in den letzten Jahren viel durchgemacht. Etwa eine Meile von hier gibt's einen Diner mit einem Telefon. Du rufst Hilfe, verlässt diesen Ort und kommst nie mehr zurück. Hier gibt's nichts mehr für dich. Da hätte man gleich hingehen sollen. War doch abgefahren heute, oder? Da sind wir doch. Boah, was ist da unten mit dem Rechts? Tut mir leid, was ihr heute wegen mir durchgemacht habt. Ja, echt mal, Arschloch. Das wird mich ewig verfolgen. Du bist nicht allein. Mach dich nicht so fertig. Das war für uns alle. Das schlimm. Weißt du doch. Endlich kommen wir von hier weg. Wären wir nur alle hier. Der Busfahrer. Anthony. Da fing's an, ja. Deswegen wollte ich da auch nicht nach Little Hope. Der hat sich alle nur eingebildet. Die haben doch alle überlebt. War ja nur einer. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ja. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören.
Der Polizist ist der Typ mit dem Messer. Und der sieht auch Peter Langhofer. Oh Mann, ey. Hat sich das alles so ausgedacht? Hat den andere Rollen gegeben? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Was zur Hölle ist da drin los? Hau ab, verdammt! Vorher will ich dir ins Gesicht sehen. Jetzt lass mich rein! Hey! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Sich wohl nie selbst verziehen, ne? Deswegen hat der Typ auch... Ah, Curato. Deswegen hat der Curato auch gesagt, man muss sich selbst verzeihen. Ja, die Psyche kann wirklich stark sein. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. So ist das mit Dämonen. Bringt man sie nicht zur Ruhe, jagen sie einen für immer. Nicht übel. Ein paar gerettet, ein paar nicht. Das waren sie. Und sie fanden ihn. Am Ende. Den Busfahrer. Ah. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Auf Wiedersehen. Vielleicht im Südpazifik oder der Wüste Arabiens oder ganz woanders. Tschüss. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Das war also eines von mehreren Enden, ja? Was sollte denn noch gehen? Und Arabien, die Wüste von Arabien, im nächsten Spiel. Ja, weil Südpazifik waren wir schon, ne? Ja. Ja, aber was ich, also, ja, das, jetzt wird einiges klar. Was ich aber nicht verstehe, ist das mit dem Hexending da und so. Wie hängt das denn jetzt zusammen? Ich muss zugeben, also, ja, ich, ne, es ist sad, dass er als Einziger überlebt hat, aber ich finde so eine Story-Auflösung, wie jemand hat alles nur geträumt oder sich eingebildet, finde ich immer so ein bisschen low, muss ich zugeben. Ja, weil aber, warte kurz. Sing was, Hase. Nee, ist egal, komm, lass durchlaufen. Won't you spare me over for another year? Oh, I have come to get your soul, to leave your body and leave it cold. To drop the flesh right off in your frame, the earth and worms both have their claim. Won't you spare me over for another year?
consider my age. Pray do not take me at this stage. My wealth is all at your command, and you but move your icy hand. Oh, death, would you spare me over for another year? Das ist immer das Endlied bei denen, ne? Immer das gleiche Endlied in anderer Version. Ich hätte hier noch, es ist doch eine Hexengeschichte deiner Heimatstadt, die realen Ereignisse von 72 und der heutigen Welt. Ich verstehe dich leider zu leise, weil das Lied zu laut ist. Jetzt können wir. Ja. Ich frage mich, was die anderen Enden aufdecken. Also auf jeden Fall ein fürchterlich langweiliges Spiel. Wolfsmann, du bist langweilig. Entschuldigung. Langweilig? Das war überhaupt nicht langweilig. Dann spielst du doch selber, dann ist es viel spannender. Also ich muss auch diesmal sagen, die Quicktime-Events waren diesmal fairer. Viel, viel fairer. Ey. Ja, das stimmt. Das war ganz anders, ja. Das stimmt, also, das stimmt. Until Dawn weiß doch damals, ey, boy. So, was ich sagen wollte, Ich fand das Ende jetzt ein bisschen, also natürlich tragisch, weil er hat als einziger überlebt, ist da raus, dann ist er der Busfahrer und so weiter. Und wir haben uns ja schon gefragt, wer ist denn der Busfahrer? Wo ist denn der Busfahrer? Und es gibt wohl ein Ende, wo der Busfahrer sich auch umbringt, das habe ich schon aufgedeckt, so beim Spielen am Anfang. Ja, oh Gott. Dann gibt es Enden, wo man den Busfahrer, glaube ich, gar nicht sieht, weil das hat er gerade gesagt. Sie haben den Busfahrer gefunden, sehr gut. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, was passiert, wenn man alle durchbringt. Aber dazu hätten wir natürlich von Anfang an wissen müssen, wie wir, oder dass wir die Perks von den Leuten halt entsprechend ändern müssen. Ja, also das ist sowieso, wie gesagt, ein Spiel zum mehrmals durchspielen. Aber da frage ich mich auch, was dann passiert, wenn man irgendwie alle durchspielt. Aber dann ist man so sehr im Reinen mit sich, weil man hat quasi seine Familie dann nochmal gerettet. Dass das denn ja vorher nicht konnte, weil es ist ja nicht so, dass die Tanja damals in den Schnee springen konnte oder der vom Dach da, dass der einmal kurz auf den Balkon von der Tanja und auch im Schnee, war ja alles voller Schnee, da kann man ja nicht runterspringen, tut man sich ja weh, ne? Oh, und generell, wenn das Haus brennt, natürlich springst du dann von diesem Balkon im ersten Stock. Hey, da natürlich. Da rein. Genauso wie die Mutter, die einfach dann im Badezimmer war, wo sie einfach mal auch mal Wasser anmachen hätte können und, Aber ich finde, ich hätte es einfach schöner gefunden, hört sich natürlich doof an, ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn es wirklich was Komplexeres gewesen wäre, als einfach nur den armen Andrew, der sich in seinem Kopf irgendwie vorstellt, dass das mit der Familie, ne, dass die vielleicht doch irgendwie noch in der heutigen Zeit so leben würden oder was auch immer. Überraschung war es. Ich fand, es war wirklich eine Überraschung. Also mich hat's, ich habe es nicht geahnt. Bei den Hexendingern hätte ich mir jetzt, also das war jetzt irgendwie, das ist wohl passiert, aber genau, was ist denn, wenn wir die Mary, wenn wir sie nicht gerettet hätten? Ja, das weiß ich nicht. Dann hätten wir vielleicht ein anderes Ende. Stimmt. Ich habe mich nur gewundert, so gerade als wir gesagt haben, hier der Priester war's und das arme Mädchen und dann war das kleine Mädchen mal gerettet und jemand war mal für die. Da hätte ich gedacht, dass mit den Monstern entweder kommen jetzt alle Monster oder gar keins mehr. Es kann aber auch sein, dass vielleicht alle Monster gekommen wären, wenn wir unterwegs anders gehandelt hätten. Es kann also sein, dass wir mit den anderen vielleicht die Perks so weit aufgelöst haben, dass diese Schuldgefühle oder was auch immer, diese schlechten Sachen, dass sie alle weg waren. Und nur bei ihm, bei Kurt Krömer quasi, waren noch so viele schlechte Sachen vorhanden, dass er noch geholt wurde. Ja, genau, also das war auch bei Man of Medan so, wo es gerade im Chat steht, da war ja auch alles übernatürlich und dann hat es eine natürliche Erklärung. Hier war es tatsächlich jetzt genauso, hätte ich gar nicht gedacht. You believe in God? Absolutely not. You must start believing. We
are under attack by... I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. House of Ashes. Nächstes Jahr schon, nice. Das war die Dame, die sich halt, wir in der Vorschau gesehen haben, auf der kleinen Karte, wo wir gesagt haben, von was ist denn das? Das war sie gerade aus dem Trailer. Ashley Tisdale. Die hat mir immer Sicherheit gegeben, irgendwie in den Zwischensequenzen. Ja, Hase. Dann sag ich mal, ich bedanke mich dafür, dass ich mit dir wieder spielen durfte, ne? Das war sehr schön. Ja, das hat Spaß gemacht, aber ich würde gerne wissen, was die anderen Enden sind. Das heißt nicht, dass ich jetzt 5-mal durchspiele, weil ich glaube, je nachdem, welche Perks man ändert oder lässt, je nachdem kriegt man immer ein anderes Ende. Das glaube ich auch. Meine Bonusinhalte. Ja, verabschiede ich mal von dem Kurator-Ass. Mache ich gerade gar nicht. zwei Interviews und das Design der Dämonen und Little Hope Artbook haben wir hier noch. Ach so, ja, da gucke ich auch noch mal ein bisschen rum. Dann lass mal. Oh. So, Sammlerstücke, ja, Bonusinhalte, Anthologie. Guck ich mal Bonusinhalte. Interview mit Will Poulter. Das Design der Dämonen. Die Geheimnisse habe ich noch nicht freigeschaltet, leider. Die linke Gruppe war irgendwie authentischer, würde ich sagen. Ja, Entschuldigung. The Art of Little Hope gucke ich gerade. Ja, ich auch. Rauszoomen? Wie kann ich denn reinzoomen? Ah. Da musst du einfach weitermachen, nach rechts dann. Aha, Interior of the House, okay. Das hatte ich immer. Ich scroll nochmal ein bisschen durch. Game. Illustrate, the Fog itself is a key character in the story. Little Hope is American Ghost Town. Ich mag die Artworks manchmal mehr als das Spiel selbst. Ich weiß nicht warum. Wobei die Artworks hier aber schon Ingame-Arts sind, ne? Das sind nicht die Zeichen. Die Concept Art, okay. Concept und Ingame. Alles klar, okay. Krass. Den Spielplatz. Das habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Ja, Spielplatz habe ich auch gar nicht gesehen und die Sachen auch nicht. Mal ein bisschen durchgucken. Concept Game. Kleine Mädchen, ey. Der Pfarrer. Concept Game. Der Pfarrer. Der Pfarrer. Ich fand wie immer auch die Gesichter sehr cool. Ich würde mir wünschen, dass andere Spiele auch so detaillierte Gesichter haben. Es gibt inzwischen wahnsinnig viele geile Spiele, die super cool aussehen. Und dann werden die Charaktere im Gespräch nah rangezoomt und sehen einfach aus wie so Hoggles. So, hallo. Also, ja. Von hier oben. Genau, und ja. ziehen sie dann immer so ein bisschen, ja, die Immersivkeit dann so ein bisschen runter. Aber hier, die Charaktere hier waren wieder extrem hochwertig. Entschuldigung. Es sind, glaube ich, aber auch echte Schauspieler, oder? Ja, sind immer. Bei Supermassive sind das immer echte Schauspieler. Ja. Sehr krasse Charaktergesichter wieder. Sehr, sehr krass. Ach, hier, guck mal, da sind sie ja auch. Ganzen Details. Angela, Andrew. Das Taylor-Design, wie den Hanau, das Taylor-Design an sich mochte ich irgendwie nicht. Ach, die. Weiß nicht warum. Ich finde es so schade. Es gab zwei Frauen in der Gruppe und beide gingen mir auf den Sack. Die waren auch so einfach aggressiv irgendwie. Und Daniel, ey. Hallo, lass uns Golf spielen. Warte hoch. Daniel. Daniel wirkt ja immer so ein bisschen so. Nö. Megan hatte so ein krasses Charaktergesicht, ey. Die ist halt voll aufgefallen, ey. Das, also Megan, also, ne, ja, mochte das stimmt. Voll. So. Wie komme ich? Achso, zurück? Ah. So. Ja, dann sage ich schon mal hier auf YouTube tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Ich weiß noch nicht, wann ich es so hochlade. Das wird, glaube ich, noch dauern. Aber guck mal, hier ist noch das Design der Dämonen. Hast du das gesehen? Das ist eine Doku, eine kleine. Ja, aber die würde ich jetzt nicht angucken. Nee? Soll ich jetzt echt einen Film angucken hier? Also ich würde mir den noch angucken.
Jetzt habe ich drauf gedrückt. Nee, viel gucke ich jetzt nicht. Also das findet man hundertprozentig sowieso auf YouTube. Aber beim Erik könnt ihr auf jeden Fall gucken. Ich würde für YouTube jetzt schon mal Tschüss sagen, wenn es okay ist. Mhm. Oh, das ist ein Spoiler. Ja gut, Spoiler. Ja, wir haben es ja eh durchgespielt. Ich weiß, ob ich das nochmal durchspiele. Das weiß ich nicht. Warte, also, ich mache ganz kurz. Sag schon mal Tschüss YouTube. Tschüss. Und dann mache ich hier auf Aufnahme stoppen. Und dann würde ich nämlich auch schon mal so langsam meinen Stream ausmachen, denn mein Bauchhase meldet sich die ganze Zeit. Alles klar. Und ich würde so langsam mal, das wäre wirklich sehr nett. Alles klar. Dann, ja, viel Spaß noch. Ne? Liebe Grüße an deinen Stream. Ich klinge mich mal aus und spiele nochmal Design der Dämonen ab. Und wir sehen uns ja gleich wieder, ne? Ich kann bei dir dann gleich mitgucken. Mitgucken würde ich dann.